Heute wollen wir es wagen, einen Strand zu suchen, den wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben. Einen sogenannten Hundestrand für diese Schlafmütze hier. Und der zweite, den suche ich jetzt mal, wo der ist. Hier. Da steht er und wartet drauf, dass wir endlich mal losgehen. Und jetzt kriegt er noch sein Fallschirmgeschirr an, wenn wir ihn per Flugzeug abseilen. Ja, so sehen die Vorbereitungen aus. Bobby mit Blindentuch obendrauf. Aus echtem Leder. Das ist aus echtem Leder gemacht vom Fadi. Mit aufgemalten Punkten natürlich. Okay, also wir fangen jetzt mal an, uns nach unten zu begeben. Und diesen Hundestrand suchen. Bin ich gespannt, ob wir den finden. Bobby marschiert los, als hätte er Augen im Kopf, mit denen er sehen kann. Aber das ist seine gewohnte Mauer, an der er normal immer seine Markierungen macht. Den Hundestrand, den wir gesucht haben, den haben wir natürlich mangels Parkplatz gar nicht aufsuchen können, geschweige denn finden, denn es ist immer noch Hochbetrieb. Wir sind daher zu einem Campingplatz gefahren, den ich von 2019 noch kenne. Hatte ich damals für den Heils-Bohlscheid gesucht, weil der Gute fährt ja noch mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Und bin dann hier rein und wurde direkt auch wieder rausgeschmissen. Aber ich weiß eben, dass es hier noch einen Schleichweg gibt zu einem Strand runter. Und an den werde ich jetzt mal gehen. Ja, manchmal ist es ganz gut, wenn man schon mal da war und so diverse Ecken kennt. Also das ist jetzt hier der Zufahrtsweg zum Campingplatz. Hier sieht es also noch so aus, wie ich mir es aus der Erinnerung heraus vorgestellt habe. Dieser komische Yachtparkplatz hier, da kommt eine Frau mit dem Hund. Das macht doch schon mal viel her. Von hier sieht das Ganze ja komplett leer, aber ein bisschen zugemüllt aus. Hier weiter rechts mit der deutschen Flagge oben ist der Campingplatz. Okay, ich habe die Erlaubnis bekommen, hier mal rüber zu schwenken. Yeah. Hier ist eine, die die Hunde im Schatten runterkühlen lässt. Okay. Und das hier rechts, das ist ein Zufluss aus den Bergen. Hier kommt das Wasser runter, wenn es weiter oben in den Bergen gießt. So, was vorher über den Dünen hinaus nicht zu sehen war, das lassen wir jetzt mal auf uns einwirken. Also die Frau hier hat da so einen Rinnsal, da lässt sie den Hund baden. Und hier sieht es tatsächlich immer noch belegt aus, der Platz. Hier ist der Campingplatz hier oben, der übrigens mit Wohnmobil perfekt ist. Ich bin da schon mal zu Fuß durchgelaufen und wirklich ideal. Und falls der Heinz Botschalt das jetzt sieht, vielleicht schafft er das ja hier nochmal zu kommen. Wer bis Sardinien fährt, der kann auch bis hierher fahren. Ja, das ist dieser schmale Rinnsal. Und hier unten ist dieser American Cocker, der jetzt schwanzwedelnd die Verwandtschaft entdeckt hat. Wir kommen von den gleichen Genen. Yeah, hier bin ich. Ja, die Mutti kann ja ihren Hund jetzt kaum noch halten, weil Stella ist ja eine Verführung. So sieht das jetzt aus bei der Begrüßung zweier sizilianischer Cocker. Der eine American und der andere irisch, oder wo kommt der her? So, hier die große Bekanntschaft. Ja, leider kann ich nichts verstehen.
Und ob die Hunde sich verstehen, weiß ich auch nicht. Die Stella hört ja nichts mehr. Und der Bobby ist hier noch am Schwitzen. Ja, der muss mal ins Wasser. So, ich gehe mal davor, um mal zu sehen, oh, was ist jetzt los? Ich habe für mich beschlossen, ich baue jetzt hier einen Schirm auf. Es ist ja noch Platz. Die Grazien hier, die gehen ja weg. Und dann haben die Hunde hier ihr Wasser. Wir haben das Meer. Und einem entspannten Strandbesuch steht eigentlich nichts mehr im Wege. So sieht es jetzt aus. Ich habe Gott sei Dank die Badehose direkt an. Und es kann sein, dass ich dann doch nochmal zum Auto muss, Tischstuhl und alles noch holen, denn ich habe nur einen Regenschirm mitgebracht. Okay, also bis gleich. Der Bobby war tatsächlich bis zum Bauch die ganze Zeit im Wasser. Jetzt möchte er wahrscheinlich wieder hin, aber ich muss jetzt mal zurück zum Auto. Denn wir haben uns entschlossen, wir bleiben jetzt hier. Bis man uns rausschmeißt, weil für die Hunde dann der ganze Strand doch verboten ist. Aber es ist ideal hier, ne? Okay, also ich marschiere mal jetzt hier zurück über die Düne zum Auto. Und dann baue ich mal noch Tisch und Stuhl und einen zweiten Schirm auf. Okay, ihr habt's gut, ihr könnt im Sitzen jetzt alles betrachten. Und ich marschiere hier jetzt durch sehr heißen Sand wieder Richtung Auto. Wo bin ich denn eigentlich hergekommen? Bin ich diesen steilen Dings da runter? Na gut, dann werden wir das jetzt mal erklimmen hier. Ganz schön hoch. Okay, es trudeln noch Leute ein hier. Wir sehen uns gleich. Bobby hat seinen Platz gefunden. Den habe ich jetzt hier hinten in diesem Wasser ja getauft. Der ist nass und eingewickelt im Handtuch. Scheint ihm das ganz gut zu bekommen. Und ich kriege gerade den Hinweis, dass die Stella jetzt ins Wasser geht. Dann müssen wir mal suchen, wo das sein soll. Ah, hier. Hab's gefunden. Dann schauen wir mal, wie das abgeht. Im Stehen. Ein Hund, der getragen wird. Wie ein Hund im Wasser sich zu benehmen hat, das zeigt dieser Labrador hier. Der weiß, was Sache ist. Und schwimmt ans Ufer. Okay, die Sonja hat gemeint, sie lässt ihn jetzt los. Und mal gucken, ob er bis zum Ufer kommt. Achtung, große Welle! Was die Stella ja gar nicht mag, sind die großen Wellen. Das war der Labrador. Sono Tedesco! Dieser Strandabschnitt könnte zur Gewohnheit werden. Ist nicht viel los. Hunde scheinen willkommen zu sein. Über mir kreist ein Hubschrauber. Und ansonsten ist die Welt hier noch in Ordnung. Inklusive der zwei hier. Bobby hat eine Kühlweste an, allerdings die große von der Stella, weil die kleine ist am Kleiderbügel zu Hause hängen geblieben. Vergesslich, wie ich nun mal bin. So, jetzt seht ihr auch einmal den lieben Willi, wie er schwimmt.
oder besser gesagt steht. Ich weiß es nicht genau, was er da macht, aber er ist vorsichtig. Ist vielleicht auch besser so bei den alten, wie soll ich das sagen? Knochen kann ich ja nicht sagen. So, die Hunde sind mittlerweile ins Koma gefallen. Schwommen, gefressen, getrunken, alles, alle Bedürfnisse erfüllt und deswegen schlafen sie jetzt mit Meeresrauschen im Hintergrund. Und jetzt schwenke ich mal rüber. Oh, oh, oh. Zu Willi. Das Update, ihm geht's gut. Ich habe ihn rausgefischt. Geht's gut.